Es beginnt mit den Worten: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Das Manifest der Kommunistischen Partei oder kurz das Kommunistische Manifest wurde seit seiner Veröffentlichung 1848 mehr als 500 Millionen Mal gedruckt. Darin beziehen Marx und Engels Stellung zu grundlegenden Fragen über die Revolution und den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Befreiung. Heute wollen wir uns genauer anschauen, warum diese Schrift so bedeutend für die Sozialisten und Kommunisten ist. Die Mitte des 19. Jahrhunderts war von einer Reihe von Revolutionen in Europa geprägt. In Frankreich, in Österreich und auch in Deutschland kam es zu Volksaufständen, die eine neue Ordnung einläuten sollten. Diese Revolutionen hatten einen Vorlauf von einigen Jahrzehnten. Besonders in Westeuropa kam es zu neuen Erfindungen, die das wirtschaftliche Leben der Menschen bedeutend verändern sollten. In einer Spanne von weniger als 100 Jahren löste der mechanische Webstuhl die Handweberei ab, die ersten Eisenbahnen wurden gebaut und nach der Manufaktur entstand auch die Großindustrie. Damit wurden in einem noch nie gekannten Ausmaß Waren produziert. Besonders profitierte davon das Bürgertum. Während früher die Macht von den Fürsten und Feudalherren ausging, gelangte nun die junge Klasse der Unternehmer an immer mehr Einfluss. Und je größer und einflussreicher auch die Kapitalisten wurden, umso zahlreicher wurde auch das von ihnen ausgebeutete Proletariat. Die neue Industrie hatte einen nahezu unstillbaren Hunger nach Arbeitskräften. Die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter war auch entsprechend prekär und hart. Kinderarbeit war erlaubt und wurde vielfach angewandt. Es gab keinerlei Arbeitsschutzrechte. Von dem 8-Stunden-Tag konnte damals nur geträumt werden. Viele arbeiteten 12, 13 oder auch mehr Stunden am Tag. Die Menschen lebten auf engstem Raum zusammen und waren durch die harte Arbeit gesundheitlich nach wenigen Jahren schon nicht mehr arbeitsfähig, während die Kapitalisten immer reicher wurden. Gegen all diese Missstände und Ungerechtigkeiten formierte sich eine sehr vielseitige Widerstandsbewegung, in der auch Marx und Engels aktiv wurden. Das Manifest wurde im Jahre 1848 vom Bund der Kommunisten veröffentlicht. Der Bund der Kommunisten war ein Geheimbund von revolutionären Sozialisten. Er ist aus dem Bund der Gerechten hervorgegangen, in dem sich verschiedenste progressive Menschen unter der Parole „Alle Menschen sind Brüder“ organisiert haben. In zwei Kongressen 1847 setzten sich insbesondere Engels und Marx für die Neugründung ein. Die alte Parole wurde durch eine neue klassenkämpferische Parole ersetzt, nämlich „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Ganz im Sinne des Klassenkampfes positionieren sich Engels und Marx im Manifest auf Seiten des Proletariats und klären Irrtümer anderer sozialistischer Strömungen auf. Das erste Kapitel des Manifests beginnt mit den Sätzen: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen im steten Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Die bürgerliche Gesellschaft sorgt dafür, dass sich bald nur noch Bourgeoisie und Proletariat entgegenstehen. Immer mehr Menschen verlieren ihr Eigentum und werden als Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter angestellt. Kapitalisten unterliegen der Konkurrenz, müssen ihr Geschäft schließen, das von größeren Kapitalisten aufgekauft wird. Somit spitzt sich der Klassenkampf immer weiter zu, bis das Proletariat die Revolution in Angriff nimmt. Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich, so schreiben Marx und Engels weiter im Manifest. Engels und Marx werfen die Frage auf, wie das Verhältnis zwischen Kommunisten und Proletariern aussehen soll. Sie sagen, dass Kommunisten und Proletarier dieselben Ziele teilen. Auch heute denken noch viele, dass Kommunisten lediglich machthungrig sind und selbst an die Macht kommen wollen. Das ist ein tiefes Missverständnis, denn die Kommunisten wollen nicht allein an die Macht kommen, sondern sie wollen dafür sorgen, dass das Proletariat die Macht ergreift. Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder.
Im nächsten Kapitel wenden sich Marx und Engels den verschiedenen sozialistischen und revolutionären Strömungen zu. Zum einen ist da der feudale Sozialismus. Die absteigende Aristokratie entwickelt diesen Pseudosozialismus, um gegen die aufsteigende Kapitalistenklasse zu reden. Das aber immer aus einer Position einer gedemütigten Herrscherklasse, die nun zusieht, wie ihre Ordnung mit dem Bürgertum ihr eigenes Ende geschaffen hat. Darauf folgt die Kritik an dem sogenannten kleinbürgerlichen Sozialismus. Damit sind die Sozialisten gemeint, die sich in dieser neu entwickelten Gesellschaft zwischen Proletariat und Bürgertum bewegen. Sie haben zwar noch Eigentum im geringen Maße, werden aber durch die neuen Technologien und die wachsende Macht der Kapitalisten vom Markt verdrängt und schließlich proletarisiert. Das heißt, dass die Kleinbürger beständig in die Klasse des Proletariats abfallen und gezwungen werden, für einen Lohn in einem fremden Betrieb zu arbeiten. Dadurch baute sich anfangs bei den französischen Sozialisten ein Hass auf die verschiedenen neuen Entwicklungen auf. Sie konnten beispielsweise nicht mit dem mechanischen Webstuhl konkurrieren und wünschten sich daher nichts sehnlicher als eine Rückkehr in die guten alten Zeiten. Daher sagten Engels und Marx, dass dieser kleinbürgerliche Sozialismus nicht nur reaktionär ist, er wendet sich also gegen den Fortschritt, sondern er dazu noch utopisch ist, weil das Rad der Zeit nicht zurückgedreht werden kann. So ähnlich sehen Sie das auch mit dem deutschen Sozialismus dieser Zeit. Der Kapitalismus bedeutet Elend und Ausbeutung für die allermeisten Menschen. Ein Teil der Bourgeoisie versucht, dieses Leid mit kleinen Reformen abzumindern. Dazu zählen die Philanthropen, humanitäre Wohltätigkeitsorganisationen, Abschaffer der Tierquälerei und so weiter. Die sozialistischen Bourgeois wollen die Lebensbedingungen der modernen Gesellschaft ohne die notwendig daraus hervorgehenden Kämpfe und Gefahren. Sie wollen die bestehende Gesellschaft mit Abzug der sie revolutionierenden und sie auflösenden Elemente. Sie wollen die Bourgeoisie ohne das Proletariat. Ganz in diesem Sinne spielen auch heute verwirrte Proletarier und Kleinbürger, die diesen Ideologen folgen, den Herrschenden in die Hände. So zum Beispiel, wenn sie nach Schutzzöllen oder eben auch nach höheren Fleischpreisen rufen. Das hilft den Herrschenden, ihre Agenda zu erfüllen. Wir bleiben dabei auf der Strecke und müssen den Preis dafür zahlen. Diese Sozialisten sind in einer Zeit entstanden, wo es noch wenige Proletarier gab. Sie machten sich stark für das Klasseninteresse der Proletarier, jedoch mussten sie notwendigerweise scheitern, weil die Gesellschaft noch nicht entwickelt genug war. Es gab noch kaum Industrie und die Menschen lebten noch zumeist auf dem Land. Dieser Mangel spiegelte sich auch in der Literatur dieser Sozialisten wider. Im Proletariat sahen sie eine Klasse von Unterdrückten und Ausgebeuteten. Während das schon stimmte, haben sie nicht gesehen, dass auch das Proletariat sich entwickelt und dadurch wiederum auf die Geschichte einwirken kann. Sie konnten auch gar nicht sehen, dass das Proletariat in Klassenkämpfen selbst die Macht ergreifen und die Geschichte neu schreiben würde. Daher entwarfen sie utopische Pläne, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte. Das waren reine Hirngespinste dieser Philosophen, die sich so wiederum aus allen politischen und revolutionären Kämpfen zurückzogen. Sie hatten schließlich den Plan entworfen, den man nur noch verstehen und umsetzen müsste. Typische Vertreter waren Saint-Simon oder Robert Owen. Die planten mit einer Gemeinschaft von einigen Menschen ein freies Stück Land zu besiedeln und dort den Kommunismus aufzubauen. Das musste rückblickend schiefgehen. Zum Abschluss stellen Marx und Engels die Frage, wie die Kommunisten sich nun zu diesen verschiedenen Gruppen verhalten sollen. Einfach gesagt, sollen sie, wo es nur geht, für die Erreichung der Ziele der Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen. In allen diesen Bewegungen sollen die Kommunisten die Eigentumsfrage als die Grundfrage hervorheben. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, war es so, dass sich das Proletariat in Deutschland auch mit dem Bürgertum zusammengetan hatte, um für demokratische Rechte und gegen den Großgrundbesitz zu kämpfen. Der Sinn darin war, dass sie nach der erfolgreichen Revolution die Waffen gegen die Bourgeoisie kehren und sich direkt in die letzte Schlacht gegen das Bürgertum begeben könnten. Heute ist die gesellschaftliche Situation in Deutschland eine sehr andere. Die Feudalherren, die nicht selbst zu Kapitalisten werden konnten, wurden abgesetzt. Damit wurde allerdings das Elend und die Ausbeutung nicht beseitigt, ganz im Gegenteil. Heute stehen die Finanzoligarchie und die großen Monopole an der Spitze, die sich auf der Suche nach Extraprofiten das gesamte gesellschaftliche System unterworfen haben. Damit ist es umso wichtiger zu verstehen, was aktuell die Aufgaben der Kommunisten und Kommunistinnen sind.
Während zu Engels und Marx Zeiten noch eine große und zahlreiche Masse von Bauern und Kleinbürgern existierten, tritt der Klassenwiderspruch heute noch viel offener zwischen den beiden Hauptklassen, der Bourgeoisie und dem Proletariat, zutage. Um es mit den Worten von Marx und Engels zu sagen: Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Originaltext des Manifests. Und wenn ihr schon mal hier seid, dann lasst uns noch ein Like da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video.